400 Mark dagegen kosten die gängigen BMX-Räder, zu deren Kauf sich Eltern von ihren Sprösslingen meist überreden lassen. Und da wird's oft gefährlich. Die kräftigen, grobstolligen Reifen und die Polster an Stange und Lenker erwecken zwar einen Eindruck von Sicherheit. Doch selbst wenn man keine hohen sportlichen Ansprüche stellt und nur gelegentlich durch holpriges Gelände oder über kleine Sprungschanzen radelt, man muss meist damit rechnen, dass einiges zu Bruch geht, auch die Knochen. 20 Zoll ist die übliche Radgröße, genau die Grenze, bei der die Sicherheitsnorm für Kinderfahrräder nicht mehr gilt. Aber die Straßenverkehrszulassungsordnung gilt und weil dafür wichtiges Sicherheitszubehör fehlt, darf mit den meisten BMX-Rädern auf öffentlichen Wegen nicht gefahren werden. Nur, wer richtet sich danach? BMX-Räder sind jedenfalls reichlich beteiligt an den jährlich 20.000 Radunfällen von Kindern. Alle 27 Minuten verunglückt bei uns ein Kind mit dem Rad. Muss es da auch noch BMX sein? Guten Tag, wir wollten gern ein Fahrrad kaufen für diesen jungen Mann hier. Ja, da kann ich Ihnen einmal hier Kinderrad, Jugendrad anbieten. BMX. Aha. Drei Buchstaben, dicke Reifen, viel Farbe und eine schnittige Form, das verführt. Würdest du nicht lieber irgend so ein anderes Fahrrad, ein Jugendrad oder sowas? Nee, BMX. Kinder folgen ihm nur zu gerne, dem Trend aus den USA. Bislang gibt es keine verbindlichen technischen Vorschriften für BMX-Räder. Es gibt lediglich einen Normenentwurf. Und selbst der gilt bei Verbraucherschützern als dürftig. Für BMX-Motocross auf dem Fahrrad, für Geländefahren also, wären die Anforderungen eigentlich höher zu stecken als bei herkömmlichen Kinder- und Jugendrädern. Kann man denn mit so einem BMX-Rad überhaupt auf einer normalen Straße fahren? Nein, das ist offiziell nicht zugelassen. Das sind Wettkampfräder. Nun, der Begriff Wettkampfrad ist genauso wenig geschützt wie der Begriff BMX. Er sagt nicht mehr, als dass man fast nirgendwo damit radeln darf. Kinder und Jugendliche werden damit trotzdem ganz selbstverständlich auf Straßen und öffentlichen Radwegen fahren. Ob nun zur Schule oder auf der Suche nach einem geschlossenen Übungsgelände, die Polizei wird sie stoppen, denn die findet BMX gar nicht so toll. Guten Tag, wollen wir bitte abstellen? Ihr wisst doch, dass ihr mit diesen Fahrrädern nicht auf die Straße fahren dürft. Und warum? Ja, warum? Vorne fehlt ein Scheinwerfer, die Lichtmaschine fehlt, dann fehlt hinten die Rückleuchte, das Katzenauge fehlt, am Lenkrad fehlt die helltöne Klinge. Und an den Rädern fehlen zwei reflektierende Leuchten, die müssen auch da angebracht werden. Das alles gibt's als Zubehör zu kaufen. Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, wird als Besonderheit gehandelt. Dieses verkehrssichere BMX-Rad wurde eigens vom Sicherheits- und Verkehrsexperten Professor Max Danner mitentwickelt. Doch nur für eine einzige Firma. Immerhin, für die Verkehrssicherheit nötige Konstruktionen sind, wie dieses Beispiel zeigt, auch bei Preisen unter 400 Mark drin. Sie müssen nicht als Extras angeboten werden. Im Test war das verkehrssichere Poncho-Rad leider noch nicht. Über die Geländetauglichkeit können wir deshalb keine Aussage machen. Stiftung Warentest kaufte 20 Modelle, die geländetauglich sein sollten, aber nicht für Wettkämpfe geeignet schienen. Das ist bei Preisen bis zu 400 Mark nicht zu erwarten, auch wenn sie den sportlichen Namen BMX tragen. 200 Kilometer lang war die Teststrecke für die Dauerprüfung. Dazu gehörte auch laufender Spurwechsel, Schlangenlinienfahren. Außerdem wurde eine 150 Kilometer lange Fahrt bei schlechten Straßen- oder Geländeverhältnissen simuliert. Es ging über Stock und Stein, Geländefahrten eben. Bei den Sprüngen, und die gehörten auch dazu, gingen die Warentester von Minimalanforderungen aus. Wir haben das einmal nachvollzogen. Nicht unter den exakten Laborbedingungen, sondern im Freien auf einer BMX-Anlage. Sprünge, wie sie jeder Fahrer schon nach kurzer Zeit machen kann. Vor den Sprüngen haben wir den Achsabstand gemessen. Er betrug hier 88 cm. Die Achsen und Achsgabeln sind besonders belastet. 7 solcher Sprünge auf harter Piste reichten aus, um zu zeigen, wie schwach das Material ist.
Der Achsabstand hatte sich vergrößert auf 89,5 cm, 1,5 cm mehr als zuvor. Grund: eine verbogene Gabel, und das beeinträchtigt die Lenkung. Testergebnisse im Labor, zum Beispiel abgebrochene Pedale, auseinandergerissene Radhalterungen und sogar der Lenkerschaft hielt nicht. Wenn nicht gleich der Lenker selbst brach. Mit solchem Bruchmaterial kann man Stürze nicht riskieren. Bei Motocross auf dem Fahrrad sind die aber nicht selten. Sieben von 20 getesteten BMX-Rädern bekamen die Note mangelhaft. Vor diesen Rädern warnt die Stiftung Warentest, weil Stürze und Unfälle programmiert sind. Der Rest hielt zwar den technischen Tests und der Sicherheitsprüfung stand, doch wie gesagt, das waren keine Wettkampfbedingungen. Insofern ist selbst die Note gut für diese drei Räder mit Einschränkungen zu betrachten. Das sollte man beim Kauf bedenken, gerade bei Rädern bis zu 400 Mark. Begriffe wie BMX oder Wettkampfrad sind keine Garantie und leider auch die Produktnamen nicht. Ja, sagen Sie mal, diese Fahrräder, die wir hier sehen, die sind ja alle so ungefähr um 400 Mark. Die haben ja alle die tollsten Namen. AS, BMX oder BMX 2000, ja, oder... Fantasienamen. Woran kann ich denn da sehen, wer nun der Hersteller ist? Das ist schwierig. Ich weiß, wer der Importeur ist, bei außereuropäischen Fahrrädern, aber bei deutschen Rädern oder bei europäischen Fahrrädern, da kann ich Ihnen schon sagen, wer dahinter steht. Würden Sie mir denn das auch aufschreiben oder quittieren gewissermaßen, ja, wer der Hersteller ist? Ja. Das könnten Sie machen. Sicher. Die Bescheinigung braucht man, denn die Herstellerverantwortung für Materialmängel reicht unter Umständen weiter als die Händlergewährleistung von 6 Monaten. Schließlich kann mit so wenig strapazierfähigen BMX-Rädern allerhand passieren. Sag mal, willst du nicht doch lieber ein Kinderrad haben? Nee, alle Kinder aus meiner Klasse haben doch ein BMX-Rad, dann möchte ich doch auch eins haben, jetzt lachen die mich immer aus. Bis es nach dem ersten Bruch nichts mehr zu lachen gibt. In der Dauerprüfung simulierte die Stiftung nur 30 Sprünge und von den 350 Kilometern auf dem Rollenprüfstand gingen nur 150 über holpriges Gelände. Doch selbst das überstanden 7 Fahrräder gar nicht und 10 weitere nur mit Schäden. Das muss man sich mal ausrechnen. 350 Kilometer Prüfstrecke. Wenn ein Kind nur 5 Kilometer pro Tag fährt, hielten diese Räder also nicht mal eine Lebensdauerprüfung von 70 Tagen durch. Keine 10 Wochen also. Bis auf die drei, die laut Testheft März 85 gut abschnitten. Doch auch sie wurden nicht unter harten Wettkampfbedingungen geprüft. So empfiehlt sich die Benutzung von Helm, Handschuhen sowie Schienbein- und Ellbogenschutz also ganz besonders. Außerdem raten wir zur Installation solcher ballförmigen Lenkergriffe. Sie schützen beim Sturz vor Bauchverletzungen. Ferner sollten Sie jedes BMX-Rad so ausrüsten, dass es im Straßenverkehr fahren darf. Auch wenn die Polizei oft beide Augen zudrückt. Versicherungen tun's nicht, wenn Ihrem Kind was passiert. Das war's. Auf Wiedersehen. Am 28. April. Thank you.